In Berlin, im Hauptstadt der Bundesrepublik Deutschland, entsteht ein einziges Projekt mit dem Namen House of One. Ich unterstütze dieses Projekt aus mehreren Gründen. Erstens kommen hier Angehörige von den drei abrahamitischen Religionen, Juden, Christen und Muslime zusammen. Aber das heißt nicht, dass sie sich vermischen in ihrer Religiosität, sondern die Religionen bewahren ihre Identität, ihre Eigenständigkeit. Es ist eine Synagoge in diesem Konzept vorgesehen, eine Kirche und eine Moschee, sodass mitten in Berlin gläubige Menschen, wenn sie am Freitag zum Freitagsgebet wollen, am Samstag jüdischen Fest begehen wollen oder Gebet verrichten wollen oder sonntags dann eben eine Kirche besuchen wollen, diese Möglichkeit im Zentrum der Stadt bekommen. Das ist das eine. Das zweite ist, die Angehörige dieser abrahamitischen Religionen gehen aber einen Schritt weiter und bauen auch einen gemeinsamen Lehrraum in diesem Konzept ein. Hier sind nicht nur die Gläubigen dieser Religionen, die diese Räumlichkeiten nutzen, sondern man öffnet sich anderen Überzeugungen, anderen Menschen und diskutiert sowohl theologische als auch gesellschaftspolitisch relevante Themen. Es werden Veranstaltungen stattfinden, wo man sich begegnen kann und diskutieren kann. Hier beginnen zwei Prozesse. Erstens, also den ich unter dem Begriff des Dialogs zusammenfassen will. Erstens, dass man sich dessen bewusst wird, welche Gemeinsamkeiten haben wir, nicht nur im Theologischen, sondern auch in unserer Verantwortung Richtung der Gesellschaft und der Menschheit. Und zweitens, welche Differenzen haben wir? Ich sehe sowohl die Gemeinsamkeiten als auch die Differenzen als einen Reichtum. Und solange, bevor man diese Differenzen nicht und die Gemeinsamkeiten ausgearbeitet hat, kann man auch schwer gemeinsam in der Gesellschaft aktiv werden und handeln. Meine Hoffnung ist es, wenn ich dieses Projekt unterstütze, dass in Zukunft aus diesem Projekt auch gemeinsame Aktionen und Aktivitäten für den gesellschaftlichen Frieden nicht nur in Berlin, sondern weltweit ausgehen.